Ihr kämpft mit der Kraft vieler Männer, Herr Ritter. Ich bin Artus, König von Britannien. Ich suche die feinsten und vornehmsten Ritter des Landes und rufe die an meinen Hof in Camelot. Ihr habt bewiesen, dass ihr würdig seid. Würdet ihr mich begleiten? Ihr macht mich traurig. Dann eben nicht. Komm, Patsy. An mir kommt niemand vorbei. Was? Ich sagte, an mir kommt niemand vorbei. Schon Schiller sagte, durch diese kalte Hose wird er kommen. Ich muss passieren. Dann werdet ihr sterben. Hiermit erteile ich euch den königlichen Befehl, zur Seite zu treten. Ich trete vor niemandem zur Seite. Gut, dann muss es sein. Gewichtster Rittersmann gibt's kein Pardon. Oh, das ist nur ein Kratzer. Ein Kratzer? Euer Arm ist ab. Ist er nicht. Und was ist das da? Oh, mach nichts, es gibt Schlimmeres. Ihr seid ein Aufschneider. Komm, du Königverschnitt. Der Sieg ist mein. Mein Gott, Walter. Wir danken dir, oh Herr, dass du in deiner Hand. Ja, komm hoch, es geht weiter. Was? Ja. Glaub mich, dritten Pferd. Ja. Ihr seid wirklich außergewöhnlich tapfer, Sir, aber der Sieg ist mein. Oh, hast du schon genug? Jetzt hör mal zu, du abgebrochener Riese, du hast keine Arme mehr. Wer sagt das? Na, kratz dich mal. Ist doch nur eine Fleischwunde. Lass den Blödsinn. Feigling, noch ein Wort, du brauchst einen Rollstuhl. Wie du willst. Oh. Ich spuck dir ins Auge und blende dich. Was machst du? Na, komm schon. Willst du mir meine Rüstung versauen? Ich bin unbesiegbar. Nein, ein armer Irrer. Der schwarze Ritter triumphiert immer. Komm schon, ich schlag dich zusammen. Komm schon. Auf einem Bein kann man nicht stehen. Also gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Komm, Patsy. Ah, das hatte ich mir gedacht. Jetzt türmst du. Du bist ein Feigling. Komm zurück, du Anfänger. Na, warte. Wenn ich dich erwische, spiele ich mit deinem Sack Fußball.